Hallo. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Ellen Harrington und es ist mir eine große Ehre, Sie als neue Direktorin, als neue Direktorin Ihres Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu diesem einzigartigen Abend mit einem außergewöhnlich Filmkünstler begrüßen zu dürfen. Wim Wenders ist ein konsumierender Künstler, egal ob er in narrativen oder dokumentarischen Formaten arbeitet. In jedem Fall möchte ich Herrn Wenders danken für die immense Sorgfalt und Mühe, mit der er die Filme seiner Carte Blanche-Reihe ausgewählt hat. Ich möchte auch der Wim Wenders Stiftung und Helle Wenders dafür danken, dass sie die Videoeinführungen zu jedem Film möglich gemacht haben. Ausdrücklich möchte ich auch dem Freundeskreis danken, der diese Reihe unterstützt hat. Und now, begrüßen Sie bitte Herr Wim Wenders und meine Kollegin Urs Spuri. Und vielen Dank. Vielen Dank. Wim Wenders, meine Damen und Herren, Ihr Applaus. Ja, herzlich willkommen in Frankfurt, auch von meiner Seite. Bevor wir mit den Filmen loslegen, wegen denen wir ja hier sind, Ihrer Carte Blanche, sind wir ja nicht alleine hier auf dieser Bühne, wie Sie sehen. Wir haben zwei Requisiten aus Ihren Filmen, aus unseren Archiven geholt. Ein Michelin-Männchen und eine Musicbox. Was verbinden Sie denn mit diesen Stücken für Erinnerungen? Chronologisch kommt das Michelin-Männchen erstmal dran. Das haben wir auf den LKW gebaut, mit dem wir 1975 durch Deutschland gekarrt sind, entlang der deutsch-deutschen Grenze, um den Film im Lauf der Zeit zu machen. Der hat einige Großaufnahmen im Film, der kleine Dicke. Also der. Wir hatten sogar... Würde ich doch nie wagen. Der hat ein paar Großaufnahmen. Wir hatten das sogar einen Schalter in dem Auto, wo man das Licht anmachen konnte. Weil das musste natürlich bei Außenaufnahmen, sobald der LKW irgendwie ins Bild kam, immer schön leuchten. Unser Michelin-Männchen. Und das ist die Jukebox von Dennis Hopper, im amerikanischen Freund. Auf dem Szenenbild da unten sieht man auch die beiden sich vorbereiten auf eine abenteuerliche Reise an die Nordsee. Das ist das Ende des Films. Ja, ich frage mich, ob die noch geladen ist. Geladen ist sie, nur sie kann jetzt keine Musik spielen, das wurde mir gesagt. Schade, also, sonst hätte ich mal gedrückt. Ja, wurde uns strengstens untersagt. Aber was zumindest dazu passt, wir haben auch noch das Drehbuch zu Der amerikanische Freund bei uns in der Dauerausstellung. Wir haben es uns gerade angeschaut im zweiten Stock. Also wenn Sie mal sehen wollen, wie da dran gearbeitet wurde an diesem Film, dann lohnt sich ein Besuch auch noch mal oben bei uns im Deutschen Filmmuseum. Aber dass Sie jetzt hier sind, hat es zur Folge, dass Sie 10 Filme in diesem Monat präsentieren. 10 Filme, bei denen die Vorgabe war, das sollen diese sein, die Sie besonders geprägt und beeinflusst haben. Ist das Ihnen schwer gefallen? Ich hätte ja 100 machen können. Und letzten Endes habe ich mich dann auf 10 Autoren, ich wollte gerade sagen 5x2, aber das war auch eines meiner Modelle. Von jedem von den 5 wichtigen jeweils 2 Filme. Dann habe ich dann aber nur gemacht von jedem meiner 10 Helden einen Film. Und dann war natürlich die Qual der Wahl, weil also von Ozu einen Film zu wählen, ist Wahnsinn. Also da hat 50 gemacht, kannst du jeden nehmen.
selber bei Bresson von Godard eben, habt ihr nicht unbedingt meinen Lieblingsfilm gesehen, aber einen, der mich am meisten gerissen hat. Also es ist schon ein Unterschied, Lieblingsfilm versus Filme, die besonders prägen. Prägen kann einen ja auch ein Film, der einen verstört. Ne? Und Lieblingsfilme habe ich eigentlich keine, die mich verstört haben. Aber bei denen, die jetzt in der Reihe sind, sind einige, die mich ganz schön aufgewühlt haben und die auch was losgetreten haben und die mir vor allem was gezeigt haben, welche Bandbreite die Filmsprache hat. Und letztendlich habe ich so ausgesucht, von jedem dieser 10 Filme habe ich ein Kapitel sprechen lernen gelernt. Das ist ein schönes Stichwort, weil ich würde gerne mit Ihnen auch nicht über die Filme einfach so abarbeitend sprechen, sondern ich habe mir mal überlegt, ich hatte das große Glück, diese 10 Filme dann mehr oder weniger hintereinander weg anzuschauen, gewisse Überschneidungen und Themen vielleicht zu finden, die immer wieder vorkommen und uns daran anknüpfend mit den Filmen zu beschäftigen. Da bin ich ja gespannt. Ja, der erste und auffälligste Blick natürlich auf diese 10 Filme ist, das sind 4 aus den USA dabei. Und bevor wir auf die Filme eingehen, vielleicht nochmal, Sie sind ein Filmemacher, der sich sehr intensiv mit den USA beschäftigt hat. Woher rührt denn eigentlich diese Leidenschaft? Gab es da auch einen prägenden Moment, an den Sie sich erinnern, für die USA? Kein Kinomoment, zumindest nicht in meiner Jugend. Kino habe ich erst viel später kennengelernt, da war ich erst schon 7 oder 8 und so. Fernsehen hatten wir auch keins, gab es in Deutschland ja erst ab Anfang der 50er Jahre und so. Also für mich waren erstmal Bilder aus Amerika, die kannte ich eher aus Zeitschriften und das waren Autos und Wolkenkratzer und Pin-Up-Girls und Rock'n'Roll-Cover von Platten. Das waren eigentlich meine ersten Eindrücke von Amerika. Und das hat mich beeindruckt, weil alles, was irgendwie lustbetont war für so einen Jungen, der im Nachkriegszeitalter in den 50er Jahren in Deutschland dann aufgewachsen war, das war kein besonders lustvolles Land. Und alles, was so richtig Spaß gemacht hat, kam irgendwie immer wieder aus Amerika. Und das hat mich dann doch angefixt, dann auch mehr darüber zu wissen. Da hat mich dann aber trotzdem interessiert, weil diese Filme, die Sie jetzt ausgewählt haben, das sind ja zwar Filme, die einen Amerika-Bezug haben, aber oftmals gar keinen allzu positiven. Also da reibt man sich oftmals eher dran, da ist Liebe und Abneigung beides mit drin. Wir haben es jetzt gerade bei Godard vielleicht gehört, 2 oder 3 Dinge, die ich von ihr weiß, Deux, trois choses que je sais d'elle. Das ist zwar ein französischer Film, aber da ist ein amerikanischer Kriegsreporter drin und der hat dann eben Sex mit der Freundin der Hauptfigur und dann sagt sie auf Deutsch Amerika über alles und auch sonst wird die USA nicht so positiv dargestellt. Ganz aktuell. Ist das America first. America first, Godard hat es gewusst. Sie haben es ausgewählt, aber das ist genau das Ding. Die USA sind nicht nur ein positiver Sehnsuchtsort in diesen Filmen, die Sie ausgewählt haben. Ja, das stimmt auch. Das war auch in meinem Leben so. Ich habe immerhin 15 Jahre da gelebt. Ich liebe Amerika heiß und innig, aber ich habe auch meine Probleme damit gehabt. 2-mal auch wieder abgereist und meine Zelte abgebrochen und eigentlich beides Male aus politischen Gründen. Und habe so meine Ups and Downs mit den Amerikanern im Moment. Wer nicht? Ja, aber vielleicht kommen wir, bevor wir auf die Politik irgendwann auch wieder übergehen, nee, auf die Filme. Müssen wir nicht. Aber wir können jetzt mal mit den Filmen anfangen. Wir haben einen Film, Man of the West, Anthony Mann. Das war ein Film oder ein Filmemacher, was sagen Sie in Ihrer Videobotschaft auch sehr schön, der tatsächlich massiven Früheinfluss auf Sie hatte. Mögen Sie es erzählen? Ich wusste eigentlich gar nicht, was das ist, Kino. Also ich, als Junge, ich habe im Ruhrgebiet und in Düsseldorf, wo ich aufgewachsen bin, natürlich Filme geguckt und auch gerne Western und auch fürchterliche Western und Fuzzis und sowas. Vielleicht kennt das noch jemand. Und also, meines Opas. Ja, aber oder Edgar Wallace-Filme und sowas, da war ich noch in der Schule. Und so. Also ich hatte keine so eine hohe Meinung vom Kino und wollte eigentlich immer nur Maler werden und dann bin ich nach Paris und da habe ich in Ermangelung eines warmen Zimmers, weil ich hatte nur ein ungeheiztes Zimmer und es war Winter, da musste ich einen warmen Ort suchen und das war dann die Cinémathèque, das war der billigste warme Ort
da kam man mit einem Franc ziemlich gut durch den Tag. Man konnte nämlich drin bleiben und dann den nächsten Film gucken und wieder den nächsten. Es war den ganzen Tag lang warm. Und auf diese Art habe ich ungefähr 1000 Filme geguckt, die ganze Filmgeschichte. Und die allererste Retrospektive, die ich gesehen habe, wo ich gerade mal so Lunte gerochen habe, das mit dem Kino ist aber interessant. Die allererste Retrospektive war von einem mir unbekannten Anthony Mann. Wird dann auch nur Kinokennern bekannt sein, hat ein paar gute, wichtige Filme gemacht, auch Western, auch vorher ein paar B-Movies. Und von dem habe ich dann irgendwie als allererstem alle Filme gesehen. Und dann habe ich in dessen Filmen gelernt, wie das geht und wie man so einen Film aufbaut und wie man das in Totalen und Halbtotalen und Nahen macht und wann da eine Fahrt reinkommt. Ich habe von dem die ganze Grammatik gelernt. Und dann auch hinterher begriffen, das ist auch ein besonders architektonischer Filmemacher, der auch seine Filme richtig klassisch aufbaut und in der Bildsprache eigentlich der größte Klassiker ist. Und dann habe ich das erste Buch, was ich je hatte über Filme, habe ich bei den Bouquinisten in Paris, das sind die diese billigen Büchern an einem Zähneufer verkauft, und habe ich dann auch für ein Apple und Ei eine Monographie über diesen Anthony Mann gefunden. Das war das erste Buch, was ich über Film gelesen habe. Und deswegen hat der Mann so mich eingeführt in das Handwerk. Und deswegen habe ich dann auch diesen Film gewählt, weil dieser Film war damals für mich wirklich so eine Offenbarung. Da habe ich dann begriffen, boah, jetzt macht er eine Fahrt. Und jetzt fährt die Kamera auf einer Schiene mit. Das ist ja Wahnsinn. Und diese total, und jetzt kommt eine Nahaufnahme von unten. Also das habe ich alles in diesem einen Film zum ersten Mal richtig gecheckt. Und gleichzeitig ist es ein großer Klassiker des Western-Genres, Gary Cooper in der Hauptrolle. Und auch da eine der vielen, vielen Parallelen, die ich bei Ihren Filmen gefunden habe, die Sie ausgewählt haben. Die Einstiegssequenz, die Eröffnungssequenz, die hat was Geniales, bombastisch ist. Man sieht zuerst eine große Totale dieser Landschaft und dann reitet Gary Cooper mit Hut ins Gesicht gezogen, insofern ganz passend heute, in das Bild rein. Und dann ist er mit so einer ganz, ganz eleganten Haltung, dass man im Grunde nur noch lächelnd in diesen Film reingehen kann. So der klassische Cowboy. Diese Eröffnungssequenz ist auffällig. Gleichzeitig kommt er so daher und man denkt, boah, das ist ein Held. Und dann erpuppt sich das als einer, der gar kein Held ist und im Gegenteil auch Dreck am Stecken hat und dann auch um Himmels Willen nicht wieder in der Schießerei und niemand erschießt. Der will überhaupt nicht. Der wird so reingeschubst, dass er wieder ein Held wird. Der will das alles gar nicht. Der will das Letzte sein, nur kein Held. Und das fand ich eigentlich auch richtig sympathisch. Und genau das eint dann zum Beispiel auch die nächsten amerikanischen Filme, die Sie ausgewählt haben. The Lusty Man, Arena der Cowboys, mit Robert Mitchum als Rodeo Rider. Und auch da schon in den ersten 5 Minuten ist unser Held ein absoluter Anti-Held, denn wir sehen ihn, wie er niedergeschlagen im Sand der Arena liegt und eigentlich am Ende ist. Und da fängt der Film erst an. Also sowas interessiert Sie, glaube ich, schon eher diese gebrochenen Figuren. Ja, da hat mich auch wahnsinnig interessiert, dass dieser Mann dann tatsächlich, er ist also am Ende, ja, da will er irgendwie nach Hause und er weiß auch gar nicht richtig, wo das ist. Und dann kommt er in so eine mickrige Farm im Mittleren Westen an und das ist auch alles nicht besonders attraktiv und schön. Das ist eine richtig runtergekommene Farm und dann macht er was mich sehr berührt hat. Dann klettert er unter das Haus. Da ist es alles voller Spinnweben und so. Da ist alles dreckig. Da waren die Hühner und die Skunks und die, Gott weiß, was für Tiere sich da umgetrieben haben. Und dann klettert er da runter. Man denkt sich, was macht er denn da? Was sucht er denn da? Verflucht nochmal unter dem Haus. Und dann greift er so drunter über so einen Balken und dann holt er eine Rolle raus und so eine Blechbüchse und macht die auf. Und da sind seine Kinderschätze drin. Die sind da noch. Und die Szene habe ich dann geklaut für den Film mit dem kleinen Dicken. Im Lauf der Zeit, habe ich die Szene sozusagen entliehen und habe ich unseren Helden auch nach Hause kommen lassen und er ist nicht unter das Haus gekrochen, was geht in Deutschland ja nicht, ne? Aber so unter der Treppe, unter den Treppenstufen, hat er eine alte Filmbüchse, zieht da raus und da sind seine Comicstrips drin, die er als Junge gesammelt hat.
Ist das denn öfter so der Fall, dass Sie sagen, Sie sehen einen Film, sei es da, früher, sei es heute, und sagen, das würde ich gerne aufgreifen? Nee, gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist wirklich eine große Ausnahme im Laufe der Zeit. Und das Zitat der Szene mit dem Robert Mitchum, das ist ja auch, der Film, den ist ja auch deswegen unter dieser Carte Blanche, weil er von einem gewissen Nicholas Ray gedreht ist. Und das ist einer meiner ganz großen Helden, den habe ich auch gut kennengelernt. Wir haben auch zwei Filme zusammen gemacht. Als Schauspieler war er da. Das war der tollste Schauspiellehrer, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe ein paar Stunden mitgemacht, wie er Schauspieler am Actors Studio in New York ausgebildet hat. Und das habe ich alles noch nie gesehen, wie der mit Schauspielern umgegangen ist. Das ist auch der... Es geht wieder eine lange Geschichte. Ich glaube, wir machen mal. Das geht zu weit schon. Wenn Sie weiter dazu was hören wollen, vor jedem Film, den wir in diesem Monat zeigen, wird es die Videobotschaft geben, wo dann nochmal in aller Ausführlichkeit erzählt wird. Und alleine das lohnt den Besuch. Also, eigentlich muss ich es doch erzählen. Das ist auch der Regisseur, der zu Recht behauptet, ich bin der dem James Dean überhaupt beigebracht hat, zu gehen. Und da habe ich eine Weile lang gesagt, spinnt er, der konnte doch sicher gehen, bevor der... Aber dann habe ich gewusst, was er meinte. Der James Dean, die Präsenz, die der vor der Kamera hat, die hat ihm den Nicholas Ray beigebracht. Genau, in Rebel Without a Cause. In Rebel Without a Cause, ja. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war endlich mal ein guter deutscher Titel, ne? Ja. Eigentlich sind die deutschen Titel ja immer der Horror. Genau. Wir kommen da noch drauf. Genau, ich würde vorschlagen, dann machen wir das genau jetzt, weil einer Ihrer absoluten Lieblingsfilme heißt im Original wundervoll Only Angels Have Wings und auf Deutsch SOS Feuer an Bord. Und das schon in den 50er, also der Titel. Genau, das ist von Howard Hawks 1939 und da geht es um Flieger, die am Rande der Anden in aller Wildheit versuchen, da Posts über die Anden zu bringen, das hochgefährlich. Cary Grant als wunderbarer Chef dieser Stelle und dazu Frauen, die da reinkommen, Jean Arthur und vor allen Dingen Rita Hayworth in ihrer ersten großen Rolle. Dieser Film ist aber gleichzeitig nicht nur Abenteuerfilm, sondern auch Komödie. Ja, das ist eine der meiner Lieblingskomödien. Das ist sowieso einer meiner Lieblingsfilme. Das ist einmal die Ausnahme von der Regel. Der hat mich nicht durchgeschüttelt, sondern ich hab mich geschüttelt vor Lachen. Das ist zwar ein Film, in dem ganz viele tragische Sachen vorkommen, aber das Unfassbare an Komödien ist ja, wie Komödien damit umgehen können, dass Leuten auch Scheiße passiert. Und da stürzen auch Piloten ab und da stirbt doch einer und da passieren furchtbare Sachen. Aber wie die damit umgehen und das Humor, was ist, was einen wirklich über alles rübertragen kann, das ist, habe ich an dem Film wirklich gelernt. Leider bin ich noch selbst nicht so weit, dass ich eine Komödie schon drehen könnte, aber ich habe noch Zeit. Wir warten sehnsüchtig drauf, absolut. Ermutigender Beifall dazu. Aber ich weiß, wie es geht. Nämlich? Howard Hawks. Jawohl. Only Angels Have Wings, das ist sowieso wahrscheinlich der schönste Titel der Filmgeschichte. Also ich mag ja auch Titel gern und Filme und sind meistens so gut wie ihre Titel. Ja, und die Engel spielen ja auch eine große Rolle, auch gerade in der Doppeldeutigkeit, auch hier. In vielen Filmen gibt es immer eine Figur, die so eine Art Schutzengel ist. Da wirft sich einer mal in den Schuss. Hier kommt der inzwischen aus Richtig, dem Flugverkehr geworfene, der dann den eigentlich schon Verblutenden im Flugzeug rettet. Und das gibt es immer wieder. Und hier wird es sogar im Titel benannt. Also die Engel ziehen sich auch durch ihre Carte Blanche, nicht nur in den Filmen. Das wollte ich so nicht sagen. Aber irgendwo haben sie recht. Das freut. Genau, aber das Thema Freunde würde ich trotzdem auch gerne aufgreifen. Also nicht nur Freundschaft im Film, sondern auch Freundschaft im Filmgeschäft. Wenn wir von Nicholas Ray sprechen, müssen wir natürlich auch dann über Jim Jarmusch sprechen. In Ihrer Videobotschaft sagen Sie, das ist der Film eines Freundes. Und Sie haben sich Stranger Than Paradise ausgewählt. Ja. Weil ich war noch nie dabei, bei der allerersten Sekunde, wo ein Film entsteht.
Jeder Film hat ja seinen allerersten Ursprung. Und den kenne ich natürlich von meinen eigenen Filmen, aber den kenne ich natürlich nicht von anderer Leute Filme. Aber dieser wunderschöne Film von Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, ich kenne die erste Sekunde seines Entstehens. Und die erste Sekunde seines Entstehens bestand darin, dass Jim Jarmusch, der Production Assistant war und Regieassistent von Nicholas Ray in dem Film, den ich mit dem Nicholas gemacht habe, Lightning Over Water war. Und Jim kam hin und wieder in mein Büro. Und die erste Sekunde dieses Films Stranger Than Paradise bestand darin, dass er meinen Eisschrank aufgemacht hat. Also stellen Sie sich vor, Sie sehen jemanden, der geht in den Eisschrank, weil er sich eine Cola holen will. Und dann macht er den Eisschrank auf und dann bleibt er da stehen und guckt in den Eisschrank. Und das vergeht eine Ewigkeit. Ich denke, wann holt er sich denn seine Cola? Und dann holt er sich keine Cola und macht den Eisschrank zu. Und da war der Film geboren. Und da hat er gefragt, was machst du mit dem Filmmaterial hier drin? In dem Eisschrank waren drei große Rollen Schwarz-Weiß-Negativ. Jeweils 400 Meter, das sind 12, 13 Minuten. Da lag ein halbstündiger Film sozusagen auf Eis. Aber noch unbespielt. Und das war die erste Sekunde von Stranger Than Paradise. Kann ich die haben? Und er konnte. Ja. Und aus dem Film ist dann tatsächlich ein Film geworden. Es war jetzt erst das erste Drittel, es kamen dann noch zwei weitere Kapitel dazu. Und dann sind sie ja sogar zugleich in Cannes gelaufen, 1984. In einem Jahr der Erfolge, kann man auch noch sagen, oder? Zumindest für Jim und Wim. Reicht doch. Jim hat mit dem Stranger Than Paradise, den er dann 1982 als Kurzfilm, also mit den 30 Minuten oder sagen wir 36 Minuten Schwarz-Weiß-Negativ, hat es geschafft, einen 30-minütigen Film zu machen. Da war dann praktisch nur noch die Klappen weggeschnitten, mehr hat er auch nicht gehabt. Und dann ist der Kurzfilm, der war 30 Minuten, hieß schon Stranger Than Paradise und der ist dann so gut angekommen, dass ihn jemand gefragt hat, ob er es nicht einen ganzen Film draus machen wollte, dann hat er nochmal 2x30 dazu gedreht. Und das lief in Cannes 1984 und mit dem Film hat Jim die Goldene Kamera gewonnen für den besten Erstlingsfilm. Genau. Das war nicht schlecht. Und gleichzeitig war noch eine andere Goldene Palme hier. Gleichzeitig habe ich auch was bekommen und dann haben wir die ganze Nacht durchgeflippert neben einer Jukebox, die aber nicht so schön war wie der hier. Natürlich nicht, die haben wir nur heute. Ja. Ja, aber auch in Stranger Than Paradise ist immer die Frage, was ist das eigentlich für ein Amerika? Man fragt sich immer, was machen die da bloß? Das ist sehr minimalistisch, sowohl von der Darstellung her, von dieser wunderschönen Schwarz-Weiß-Kamera. Ich habe auch meinen Hut nur auf wegen dem Film. Das wollte ich auch gerade sagen. Tatsächlich fällt auf, dass in, glaube ich, 5 dieser 10 Filme Autofahrten gezeigt werden in Schwarz-Weiß, bei denen man die beiden vorne Sitzenden von hinten sieht und nur die Silhouette mit Hut. Das ist tatsächlich ein Stilmittel, was in vielen Filmen... Ich komme sonst nicht mit Hut zu so einer Diskussion. Aber heute schon. Sehr stimmig, kann ich nur sagen. In Stranger Than Paradise ist auch interessant, dass natürlich der Einfluss von Ozu, also Jiro Ozu, nicht zu übersehen ist, sagt auch Jim Jarmusch selbst. Es gibt sogar ein Pferd, auf das er wetten will, das heißt zufällig Tokyo Story. Genau, wieso jetzt auch in ihrer Carte Blanche ein Ozu? Wieso darf der nicht fehlen? Und noch dazu ein Spätwerk mit dem Namen Ohio, auf Deutsch Guten Morgen. Genau, es heißt nicht Ohio wie der Staat, sondern Ohio. Ohio gozaimasu. Schönen guten Morgen. Der Film Guten Morgen ist, wie viele dieser Filme, so ein Ausreißer in den jeweiligen Karrieren. Das ist tatsächlich die einzige Komödie, die der Ozu gemacht hat. Und was für eine? Und nachdem ich musste ja einen Film von Ozu dabei haben, das kann ich ja nicht anders machen. Auch wenn sie es auf 5 runtergedampft hätten, wäre einer dabei gewesen. Und wenn sie mich um 3 gefragt hätten, wäre auch einer dabei gewesen. Und wenn sie mich nur um einen Film gefragt hätten, wäre es auch ein Ozu gewesen. Also musste jetzt in die 10 einer rein und dann habe ich so viele Lieblingsfilme von dem, dass ich gedacht habe, dann nehme ich den untypischen. Nämlich die einzige Komödie. Das ist ein Filmemacher, der schon in der Stummfilmzeit in Japan gearbeitet hat, 50 Jahre lang Filme gemacht hat, 50 Filme gemacht hat über 40 Jahre
Und in diesen 40 Jahren seismografisch fast die Veränderungen der japanischen Gesellschaft festgehalten hat. Und dieser Komödie Ohio handelt von der Ankunft des Fernsehens in der japanischen Gesellschaft. Und das kann natürlich nur zu einer Komödie führen. Und zwar eine, die wirklich nichts auslässt, inklusive Pups-Arien, die durchkomponiert sind von Kindern mit Nachbarn und dergleichen. Also es gibt überhaupt keinen Film, in dem so viel gefurzt hat. So kann man es auch sagen. Also ich muss sagen, das war einer der wenigen... Das traut sich kein Mensch mehr. Ja, unfassbar. Also das lohnt sich sehr, das sich mal anzuschauen. Das ist vor allen Dingen ein Oso, den man nicht auf dem Schirm hat, wenn man so an sein Werk denkt. Also ich kannte den vorher nicht und bin sehr dankbar, dieses Schätzchen auf diese Weise entdeckt zu haben. Das Fernsehen, haben Sie gerade angesprochen, spielt eine große Rolle. Die fangen an, nicht mehr zu reden, bis sie das Fernsehen bekommen. Interessanterweise auch hier in 5 weiteren Filmen spielt das Fernsehen eine große Rolle, wo immer dann Personen, wenn sie vor dem Fernseher sitzen, im Grunde sich nur anschweigen und nichts mehr tun. Das Fernsehen in Ihren Filmen der Carte Blanche, wie passt das denn da rein? Eben nicht. Das Fernsehen war ja in vieler Hinsicht, so, zumindest in dieser Zeit damals, heute gibt es Fernsehen ja gar nicht mehr. Oder? Guckt noch jemand fern? Vielleicht noch der eine oder andere mal. Hier gehen alle ins Kino, aber es gibt dann, glaube ich, doch noch. Aber das Fernsehen war ja mal zu einer gewissen Zeit so eine Art Feindbild des Kinos. Ne? Und das hat sich ja dann gegeben und das hat sich alles. Für Sie auch? Zu einer gewissen Zeit schon, ja. Und ja, das Fernsehen, was im Film vorkommt, das ist immer so was Trauriges, finde ich. Kaum sieht man jemand in einem Film vom Fernsehapparat, weiß man, es ist irgendwie traurig. Finde ich. Die haben sich nichts mehr zu sagen in diesen Momenten. Ja, vielleicht auch schon vorher nicht, aber kaum läuft der Fernseher, ist doch jeder Versuch dann unterbunden. Mhm. Also, vielleicht habe ich ein schlechtes Bild vom Fernsehen. Aber vielleicht gibt es die Kombination aus dem einzigen, aus dem Thema Fernsehen und aus dem Thema Freundschaft. Und zwar in dem einzigen Film, den Sie aus Deutschland ausgewählt haben. Nämlich von Peter Handke, Die linkshändige Frau. Ein Film, den Sie selbst produziert haben auch und ein Mann, mit dem Sie eine sehr, sehr lange Freundschaft schon aus Schulzeiten verbindet. Wie kommt dieser Film genau hier rein? Weil das einer meiner Lieblingsfilme ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das, glaube ich, der schönste Film, den der Robbie Müller gedreht hat. Robbie Müller war mein Freund und Kameramann, mit dem ich viele meiner Filme über Jahrzehnte gemacht habe, und er hat diesen einen Film mit dem Peter Handke gemacht, und ich fand, dass Robbie da was ganz, ganz Großartiges gelungen ist, und in dieser Kombination mit Peter, der seinen ersten, nee, es war nicht sein erster Film, er hat mal in Frankfurt, Kinofilm, sein genau. erster Kinofilm, er hat hier in Frankfurt einen Film gedreht, 1970, Die Chronik der laufenden Ereignisse. Aber dann hat er diesen Film Die linkshändige Frau gemacht, und das ist einer meiner Lieblingsfilme. Mit Bruno Ganz. Mit dem Bruno Ganz und auch anderen wunderbaren Schauspielern. Und die Hauptrolle ist eine Frau. Deswegen heißt der Film auch Die linkshändige Frau. Und ich kenne keinen Film von einem Mann, der so einen genau beobachtenden Film über den Tagesablauf einer Frau gemacht hätte. Das ist ein Film, der mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wirklich rührt und ergreift. Und die Edith Klever ist so wunderbar, die stellt dann auch alle anderen Frauenrollen in anderen Filmen in den Schatten. Und deswegen habe ich den Film gezeigt. Da wird tatsächlich hin und wieder ein bisschen ferngesehen, ja. Genau, und dann reden die wieder nicht mehr. In dem Moment auch, was ist der Beruf dieser Frau? Auch das ist spannend, denn das ist auch wieder eine Gemeinsamkeit mehrerer Filme. Edith Klever spielt eine Übersetzerin, die wirklich, man sieht sie ringen um Worte, wie sie da sitzt an diesem Schreibtisch. Und bei Oso ist es auch so, dass die Hauptfigur oder eine dieser Hauptfiguren Übersetzer ist und versucht dann da irgendwie eine Welt neu zu kreieren, einzutauchen in eine Welt, die fern ist, weil es eine andere Sprache ist. Also das Thema Sprache, Sie haben es eingangs schon gesagt, das zieht sich wie so ein roter Faden durch ihre Filme. Film ist ja auch eine Art Übersetzen. Jeder Film ist eine Art Übersetzen. Von etwas, was man gesehen hat, und dann übersetzt in was andere sehen.
Und gerade der Film, den Sie heute gesehen haben vom Godard, ist ja so, wo Ihnen der Godard auch ständig ins Ohr flüstert und Ihnen alles Mögliche übersetzen will, was er in den Bildern gezeigt hat, aber dann doch Ihnen zuraunen will, was er eigentlich gemeint hat. Sprache und das Spiel mit Sprache, auch das lustige Spiel mit Sprache, spielt ja auch in den Titeln eine Rolle. Wir haben schon gehört, Ohio hat nichts mit den USA zu tun, aber auch hier. Es gibt noch einen zweiten Film, wo ein amerikanisches Wort im Titel steckt und es hat nichts mit den USA zu tun. Das ist La Sirène du Mississippi. Und zwar ist das eigentlich nur der Name eines Schiffes. Da spielt Catherine Deneuve eine ganz zauberhafte Heiratsschwindlerin, die Jean-Paul Belmondo in La Réunion verführt, in die Ehe nötigt und dann mit dem gesamten Geld abhaut. Und er ist einer, der danach ihr trotzdem nachläuft. Was ist das für eine Liebe und eine Komödie in einem, dass sie das auswählen? Es ist ein herzzerreißender Liebesfilm, der wirklich tragisch ist, weil nichts in der Welt könnte irgendeinen Mann dazu bringen, die Frau, die einen dermaßen betrügt, trotzdem weiter zu lieben. Und das tut er mit solch einer Inbrunst und mit solch einer Hingabe. Das ist wirklich ein Liebesfilm. Und der Jean-Paul Belmondo, den ich wirklich wahnsinnig mag, aber der ist in keinem Film jemals vorher oder nachher besser gewesen. Und auch die Catherine Deneuve ist einfach hinreißend. Und aus irgendeinem Grund ist das in der Filmografie von Truffaut so ein übersehener Film. Denn von dem redet eigentlich niemand. Und das ist halt in diesem Fall mein Lieblingsfilm von Truffaut. Und der musste natürlich drin sein. Kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, auch das in einer seltenen Kopie, wie wir übrigens alle Filme auch im Original tatsächlich zeigen mit Untertiteln. Wir haben versucht, aus allen möglichen Ländern die Kopien herzubringen. Aber er ist eine Ausnahme, er ist eine absolute Ausnahme in dieser Reihe von Ihnen, weil, wenn wir schon über Liebe reden, es ist mir aufgefallen, dass im Grunde fast in jedem dieser Filme entweder die Liebe schwierig ist, unmöglich oder gescheitert. Das geht von dahin, dass selbst im Western bei Man of the West kein Happy End passiert. Da sitzen die in der Kutsche und quasi zerreden das auseinander und dann steht da The End. Und das geht wirklich weiter bei Stranger Than Paradise. Da fliegen die aneinander vorbei. Er nach Budapest, sie bleibt da. In die linkshändige Frau kommen die nicht mehr, trennen sich. In Stalker, den wir gleich noch sehen, der sagt, sie verflucht sei der Tag, an dem ich dich kennengelernt habe. Also, was ist das, dass Sie sagen, so Liebesgeschichten, die eher vielleicht brüchig sind oder scheitern, sind interessanter oder täuscht dieser Eindruck? Zumindest ist ja die Sehnsucht nach Liebe in einem Film, in dem die Liebe nicht gelingt, so ein Film entfacht diese Sehnsucht natürlich mehr, als wenn alles happy-endig wird und so. Und Happy-Ends in Filmen habe ich sowieso nie gemacht, deswegen gibt es in meinen 10 Filmen auch kaum Happy-Ends. Das stimmt. Wir haben noch 2 Filme, die Sie ausgewählt haben. Und einen davon finde ich ganz besonders interessant, weil den haben Sie gemeinsam mit Michael Haneke, der die letzte Carte Blanche vor Ihnen bei uns hatte. Und was könnte jetzt dieser Film sein, der Sie verbindet? Es ist Bresson, Oasar, Balthasar, zum Beispiel Balthasar über die Leidensgeschichte eines Esels. Ich hoffe, es kommt noch jemand. Ja. Wenn er schon mal. Es ist ja eine neue Videobotschaft jetzt dabei. Ja. Nee, aber den Film muss man eigentlich jedes Jahr einmal gesehen haben. Das ist ein Film, der vom Thema, von der Stimmung her, von der Erzählhaltung her ein bisschen aus der Reihe fällt, hatte ich so das Gefühl. Was der fällt sowieso Sie? Aus allem raus. Das ist ein Film, der sowieso keine Parallelen hat. Man glaubt es ja nicht, wenn man es hört, dass man die Lebensgeschichte eines Esels sieht und dass einem das ans Herz gehen soll. Mag eigentlich man a priori erstmal nicht glauben. Und dann ist es aber mir so gegangen und jedem, den ich den Film gezeigt habe bis jetzt, ich habe ihn mit Alten und Jungen und Kindern und Freunden gesehen, ich habe niemanden gesehen, der nicht Rotz und Tränen geheult hat und den dieser Film nicht völlig hingerissen hat. Und dem Film gelingt es, obwohl es da nur um einen Esel geht, einem das menschliche Leben und auch Gewalt und was Gewalt mit Menschen tut, so ans Herz zu bringen, dass man die Gewalt, die diesem Esel geschieht, so als Metapher sieht für jede Art von Gewalt und letzten Endes damit, dass einen auch mehr berührt, als wenn man Menschen sieht, die geschlagen würde und so.
dieser Esel erduldet das alles so mit so einer stoischen Geduld und ist so ein Opfer die ganze Zeit. Das ist einfach für mich wirklich so ein Menschheitsfilm schlechthin ist. Und wenn irgendjemand den Film noch nicht gesehen hat, wir müssen wirklich unbedingt reingehen. Gucken in den Film. Und wer ihn in der Carte Blanche vom Haneke gesehen hat, kommt sowieso wieder. Genau. Was ich übrigens auch noch interessant finde, dass wenn Gewalt dargestellt wird in diesen Filmen, die Sie ausgewählt haben, geschieht das oft auf eine ähnliche Weise, nämlich im Off. Und wir hören es nur. Es gibt ja auch diese schöne Szene, also schön, in Man of the West, wo ein Stummer erwürgt wird und man hört quasi die stummen Schreie dieses Menschen. Und genauso ist das dann bei dem Esel. Und diesen Stummen, den haben Sie ja dann sogar noch in Ihr eigenes Werk eingeflochten. Das ist vielleicht dann einer der Momente. Mögen Sie es erzählen, wie der Stumme aus Man of the West dann zu Hammett kam? Ja, Man of the West hört so, es ist eigentlich wie aus einem Beckett-Stück irgendwie. Das ist so absurd und so übersteigert. Da kommen so eine Bande von Gaunern vor. Das sind so 4, 5, so wie es in jedem Western gibt, so eine Bande von Räubern. Und einer von denen, Tunichtguten, ist ein Stummer. Der wird auch von dem, über den lachen alle anderen nur, und der ist der Doofe von denen. Und der ist eigentlich genauso das Opfer dieser Bande als ihr Handlanger, und der macht halt all die dreckigsten Arbeiten. Und der wird am Schluss erschossen oder angeschossen und läuft dann so eine elendlange Dorfstraße, öde Dorfstraße runter, torkelt und hört nie auf zu laufen. Ist ein bisschen wie Belmondo in der Bude Souffle und läuft immer noch ein Stück weiter und schreit dabei. Und einen stummen Schreien zu hören, wie er stirbt, das geht einem durch Mark und Bein. Und den Mann habe ich mir dann damals in der Cinemathek in den Titeln aufgeschrieben. Den Stummen, der hat mich so beeindruckt. Und dann habe ich gesehen, der Anthony Mann hat in jedem zweiten Film diesem Mann eine kleine Rolle gegeben. Und hat überall mitgespielt. Ein sogenannter Royal Dano. Und dann, als ich in Amerika endlich habe drehen können, habe ich sofort eine Rolle für Royal Dano geschrieben. Großartig. Hatte auch nur eine kleine Rolle, aber hat sich gefreut, dass ich ihn gesehen hatte in all diesen Filmen. Also so fügt sich die Carte Blanche dann doch wieder ein bisschen auch an ihr eigenes Werk. Bevor Sie gleich Fragen stellen können, es gibt noch einen letzten Film dieser Reihe, und zwar aus der Sowjetunion. Andrei Tarkovsky, Stalker oder Stalker, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Ein Film, der in seiner Kunstform wahrscheinlich auf seine Weise unerreicht ist. Ein Science-Fiction-Film, der ohne jegliche Effekte auskommt, uns in eine Zone führt, durch einen Meteoriteneinschlag oder Außerirdische herbeigeführt. Und dann sind da nur drei Menschen, die aufeinander angewiesen sind. In einem Schwarz-Weiß, das dann in Farbe übergeht und wieder zurück, was mich natürlich an gewisse Filme von Ihnen erinnert hat. Hat Sie das beeinflusst? Und was ist bei Tarkovsky das, was Sie so fasziniert? Das mit dem Farbe und Schwarz-Weiß ist wirklich rührend. Die hatten keinen Farbfilm in der Sowjetunion. Und berühmte Regisseure haben ein bestimmtes Kontingent von Kodak-Filmen bekommen. Und damit konnte man vielleicht einen Film drehen, wenn man ganz wenig gedreht hat. Aber dieser Film Stalker war so kompliziert, dass Tarkovsky sich ausgerechnet hat, welche Szenen er damit drehen könnte. Das war wirklich reine absolut materielle Not, dass man nicht einen ganzen Film in Farbe drehen konnte. Und dann hat er das aber umgedreht in einen Wert des Films, weil das Schwarz-Weiß des Films ist einfach traumhaft, und dann hat auch die Farbe ihre Wirkung. Und ich habe eigentlich, glaube ich, nicht an den Stalker gedacht, als wir den Himmel über Berlin gedreht haben. Vielleicht auch doch. Es gibt ja ein paar Filme in der Filmgeschichte, die so ein paar Fetzen von Farbe vorkommen lassen. Und der Stalker ist in meinem Kopf wirklich vor allem in erster Linie ein Schwarz-Weiß-Film. Ne? Mhm. Und zwar einer mit einer Bildsprache, die, ich glaube, absolut einmalig in der Filmgeschichte ist. Es ist ein Film, den der Tarkovsky zweimal gedreht hat. Das erste Mal hat er sich mit seinem Kameramann verkracht, obwohl er schon mehrere Filme mit dem gemacht haben, die eigentlich ein gutes Team waren. Und
Und sie waren einfach nicht, sie haben keine gemeinsame Linie gefunden. Und dann ist der Film im Kopierwerk geschreddert worden. Und das heißt bis heute, dass Tarkowski das selbst das selbst veranlasst hätte. Weil glauben Sie das? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen genau. Es gibt Leute, die sagen, es ist völlig klar, Tarkowski wollte nicht, dass es den Film so gibt und hat ihn nochmal drehen wollen. Und andere, die sagen, es war ein Kopierwerksfehler. Ich weiß es nicht, was die Wahrheit ist. Auf jeden Fall hat er den Film ein zweites Mal gemacht. Und von dem ersten Film ist nichts übrig geblieben. Was mir noch aufgefallen ist, weil Sie jetzt, es ist ja das Jahr der Wenders-Filme, kann man sagen, noch nie waren drei Filme gleichzeitig von Ihnen, also nicht gleichzeitig, nacheinander im Kino dieses Jahr gestartet. Wenn man den restaurierten Der Himmel über Berlin mitrechnet, es zählt natürlich auch Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes dazu, den wir gleich sehen, und ein Film Grenzenlos mit Alicia Vikander unter anderem und James McAvoy. Und da hatte ich tatsächlich doch an manchen Stellen gedacht, wenn man die Inszenierung des Wassers sich anschaut, dass da doch einiges mich in Stalker daran erinnert hat und umgekehrt. Ich glaube, es kann kein Filmregisseur auf der Welt irgendwas drehen, wo eine Wasseroberfläche vorkommt, ohne dass die ganze Welt denkt, da hat er was von Tarkowski abgeguckt. Der Tarkowski hat das Wasser einfach gepachtet. Tropfen, Wassertropfen, kann man überhaupt in keinem Film mehr vorkommen lassen, ohne dass alle Welt denkt, oh, Tarkowski. Ja, aber in dem Fall geht es ja bei Ihnen auch um eine Meeresbiologin aber, und einen Brunnenbauer. Aber Wasser ist wirklich, hat er auch in Stalker wirklich unglaublich in Szene gesetzt. Und das Lebensgefühl, was mit Wasser oder auch mit, in dem Fall ja auch mit verseuchtem Wasser zu tun hat. Ne? Also, und dass Sie uns in einem Jahr, in dem Sie so viel zu tun haben, mit drei Filmen frisch ins Kino, dann diese Carte Blanche schenken, ist großartig. Und wir werden ja gleich auch noch Papst Franziskus sehen dürfen im Kino, zumindest diejenigen, die eine Karte haben. Leider können nicht alle runter. Aber er war ja schon im Kino. War ja schon im Kino und ist gut gelaufen. Was, und auch da ist ja wieder was sehr Innovatives, auch das zeichnet Sie ja aus, genauso wie viele dieser Filme, die Sie ausgewählt haben. Sie haben eine besondere Herangehensweise gewählt, wie Sie dieses Gespräch mit dem Papst geführt haben. Sie haben sich nicht ihm gegenübergesetzt, sondern Sie wollten, und das ist der letzte Bogen der Carte Blanche, es gab immer wieder Blicke direkt in die Kamera von Figuren in den Filmen, die Sie ausgewählt haben. Und der Papst, der schaut uns auch an. Wie haben Sie das geschafft? Das haben Sie gut rausgekriegt. Das tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass in diesen Filmen ganz oft, auch heute haben Sie es gemerkt, in deux ou trois shows, die Schauspieler reden manchmal direkt in die Kamera, was innerhalb von so einer Geschichte einen natürlich manchmal völlig rausreißt und verstört. Gleichzeitig ist das in die Kamera sprechen auch eine ganz schöne Geschichte und es kommt auch in der Filmgeschichte ein paar Mal vor. Ich habe es auch mal gemacht. Ein paar Mal kommt das vor bei mir und dann habe ich mir bei dem Papstfilm gedacht, wenn ich diesem Mann schon Auge in Auge gegenüber sitze und das mehrere Stunden lang, das ist ja ein unglaubliches Privileg, so jemandem Auge in Auge gegenüber zu sitzen, und dann ist das doch eigentlich das, was ich weitergeben will. Wenn ich das so mache, dass ich mit ihm rede und er guckt mich an und ich ihn und die Leute sehen und von der Seite, was ist ja normalerweise so, wie Menschen oder auch Schauspieler in Filmen vorkommen, von der Seite eben. Außer beim Ozu, die gucken auch immer alle in die Kamera. Oder fast. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich das mit dem Hub so drehen, dass der jeden von ihnen anschaut. Und dass er alle seine Antworten direkt Auge in Auge mit jedem macht, der den Film sieht. Und da haben wir dann auch gefunden, wie das geht. Nämlich mit einem Teleprompter. Mit einem umfunktionierten Teleprompter. Ja. Sie wissen das ja, ne? Die Tagesschau-Sprecher, die haben das ja nicht alle auswendig gelernt, was die sagen, sondern das läuft da vor der Kamera auf einem Spiegel ab. Und den Spiegel haben wir verwendet. Und da hat der Papst natürlich nicht seine Texte gesehen, der hat ja komplett frei geredet, sondern eben mein Gesicht. Und indem er mich angeschaut hat, mit diesem umfunktionierten Teleprompter und mir in die Augen geschaut hat, schaut er halt jeden von ihnen an und redet direkt mit jedem. Und das hat eigentlich gut geklappt. Und eigentlich war das Tolle, dass er sich überhaupt darauf eingelassen hat.
Wir sind sehr dankbar und werden sehr gespannt sein, wie nachher die Reaktionen sind. Aber direkt mit Ihnen reden ist das Stichwort. Wir haben ein Mikrofon und wenn Sie mögen, geben Sie ein Zeichen, ein Handzeichen, dann kommt der Kollege mit dem Mikrofon zu Ihnen, wenn Sie eine Frage an Wim Wenders haben. Es muss nicht ein Film der Carte Blanche sein, die haben Sie vielleicht ja noch nicht gesehen. Ganz da hinten, lieber Jan. Tolle Sache, traut sich jemand? Hallo, hallo? Ja. Guten Abend, ich habe eine Frage und zwar würde ich gerne wissen, was ist, sind Ihre Lieblings-3D-Filme und warum? Pina? Nö, ich würde ja nicht meine eigenen Filme zitieren. Ich bin dem James Cameron unendlich dankbar, als er Avatar gedreht hat, weil damit hat er eine Tür gewaltig aufgestoßen. Und das ist immer noch in der Filmgeschichte ein Meilenstein in der Filmsprache. Ich finde das immer noch einen wirklich sensationellen Film. Bin nicht so ganz zufrieden gewesen mit seinem Drehbuch und fand, dass es nicht unbedingt notwendig war, dass es am Schluss auch auf dem fernen Planeten Krieg gibt. Aber das ist halt, sind halt die Amerikaner. Denen fällt dann nie ein, wie man auch mit Friedenfilm toll aufhören könnte. Und aber von der Sprache her und von dem, dafür, dass er das eigenhändig, das 3D, die dritte Dimension dem Kino geschenkt hat mit diesem Film, bin ich ihm ewig für dankbar. Und das ist bestimmt auf meiner Liste der drei schönsten Filme ganz oben auf. Dann hat der Martin Scorsese einen sehr schönen Film gemacht in 3D. Hat den jemand gesehen? Hugo. Nee, Hugo, wie heißt der? Capri. Capri, ja. Und er hat sich da auch viel getraut. Das war so zu einer Zeit, wo es so ein bisschen auf der Kippe stand. Ist dieses Medium, ist das was, wo man ernsthaft mit erzählen kann? Und einer der wenigen, die sich das getraut haben, war Martin Scorsese. Es hat ihm dann nicht so gut gefallen, weil es hat so lang gedauert. Und dann habe ich aber dem Martin hinterher auch gesagt, ja guck mal, natürlich dauert das lang. Du hast erstens einen Hund in jeder zweiten Einstellung des Films und mit Hunden zu drehen dauert sowieso immer fürchterlich lang. Dann hast du einen kleinen Jungen die ganze Zeit im Bild. Mit Kindern ist auch schwierig. Und dann noch 3D. Viel schwieriger hättest du ja nicht machen können. Jedenfalls hat er dann leider keinen weiteren gemacht. Und der dritte 3D-Film finde ich dann doch mein eigener. Ja, finde ich auch. Hat das denn noch eine Zukunft aus Ihrer Sicht? Weil nach Everything Will Be Fine haben Sie ja jetzt drauf verzichtet. Ich hätte gern weitergemacht. Ich habe auch noch weitergemacht. Ich habe auch noch die schönen Tage von Aranjuez gemacht, ja. Den aber kein Mensch gesehen hat. Das stimmt nicht. In Hof habe ich ihn gesehen. Und dann war das Kapitel, dann ist das Kapitel eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen. Vielleicht gelingt dem James Cameron jetzt mit dem zweiten Avatar nochmal eine Wiederbelegung, aber insgesamt hat dieses 3D leider so einen schlechten Ruf bekommen, dadurch, dass die Studios das so gnadenlos das Medium gemolken haben und nur zur Gewinnmaximierung benutzt haben und letzten Endes nichts anderes zugelassen haben als Animationfilme. Und inzwischen gibt es ja kaum andere Animationfilme als 3D. Action und Blockbuster und nichts anderes. Es ist kein seriöser, richtig guter Film mehr gemacht worden. Mit ein, zwei Ausnahmen und das Erzählkino hat im 3D nicht stattgefunden. Das finde ich ein großes Skandal eigentlich der Filmgeschichte und ein trauriges Kapitel. Und letzten Endes ist 3D, dies, was wirklich eine wunderschöne Bereicherung unserer Filmsprache und des Kinoerlebens war, hätte werden können, was auch seine ganz eigene Poesie hätte entwickeln können. Das ist gestorben, bevor es überhaupt eine Chance hatte, die Chance hatte zu beweisen, was es konnte. Und das liegt wirklich, die Schuld liegt an den amerikanischen Studios. Ich hätte auch diesen Film Grenzenlos, den hätte ich gern gemacht in 3D, aber ich hätte es nie machen können. Die Verleiher haben mir gesagt, nee, Wim, unser Publikum will 3D nur für Action. Alles andere interessiert die nicht in 3D. Das machen wir nicht mit. Na, mal gucken, ob es vielleicht doch nochmal wiederkommt. Haben Sie noch weitere Fragen? Da ist die nächste an der Säule und dann hier drüben die Dame. Hallo. Ich wollte wissen, ob iranische Filmlandschaft für Sie irgendwie
bekannt ist. Und wenn Sie einen iranischen, wenn Sie einen iranischen Film aussuchen wollten, welchen Film Sie ausgesucht hätten? Mustang. Und jeden Film von Kiarostami. Jeden. Aber wirklich jeden. Das Mustang. Mustang wie das Pferd. Die nächste Frage ist dann hier. Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage, und zwar, wie sind Sie eigentlich zum Film Il Volo gekommen? Gestern ist leider der Bürgermeister von dem Dorf, wo Sie das gedreht haben, verhaftet worden in Italien. Und dieser Dokumentarfilm ist ja in den italienischen Medien hier in Deutschland sehr positiv aufgenommen worden und war sehr, sehr emotional. Als ich das erste Mal den Film gesehen habe, dachte ich, wie kommt denn ein deutscher Regisseur zu dem Film? Wie ist der entstanden? Also ich habe auch gelesen, dass sie meistens ihre Filme auch angefragt werden von einfach so Leuten. Dieser kleine Film Il Volo wird wahrscheinlich den meisten Leuten unbekannt sein. Was schwierig ist, weil es war erstens in 3D und zweitens 30 Minuten lang. Und das ist so ein Twitter-Ding, das ist dann schwer. Da gibt es keine richtige Karriere für einen Film, der 30 Minuten in 3D ist. Und das war ein Dokumentarfilm, den wir unten an der Küste Kalabriens gedreht haben, vor 10 Jahren, als die ersten Flüchtlingsboote übers Meer kamen und gerade an der Küste gelandet sind. Und das war die erste Phase des Dramas, was sich über die letzten 10 Jahre in Europa abgespielt hat und wo wir gerade das hässlichste Kapitel von erleben. Und damals gab es ein kleines Örtchen da unten an der Küste namens Riace. Und der Bürgermeister spielt eine wichtige Rolle in dem Film. Der ist der Bürgermeister einer kleinen Stadt gewesen von 3000 Einwohnern, in der aber nur noch 100 Leute gelebt haben. Alles stand leer, das Krankenhaus war leer, die Apotheke hat dicht gemacht, es gab auch keine Läden mehr, der Bäcker war weg, da lebten nur noch ein paar Alte. Und dann sind an der Küste davor, ist wieder ein Boot mit Kurden gelandet. Und dann hat er die Leute alle eingeladen, in seinem Dorf zu leben. Viele sind auch da geblieben, weil er gesagt hat, guck mal, die sehen genauso aus wie meine Leute. Und hat dann eine Flüchtlingspolitik eigenhändig ins Leben gerufen, ist dann auch unter den UNESCO-Schutz gekommen, sein Dorf, und es wurde auch ein Modellfall. Die UNESCO musste auch ihre Hände drüber halten, weil der Mann wurde dann bedroht, sowohl von der Mafia als auch von der italienischen Politik. Das hat denen allen nicht gepasst. Dieses Dorf wurde nämlich zu einer blühenden kleinen Stadt wieder. Dadurch, dass die Flüchtlinge, die er aufgenommen hat, auch da geblieben sind und wurde eine Art Gegenmodell zu allen anderen Versuchen, die da gelaufen sind und schiefgegangen sind. Der Bürgermeister hat also eine wirklich heldenhafte Tat gemacht, die einfach darin bestand zu sagen, mein Dorf ist leer, ich hätte gerne Leute, da kommen Leute, die brauchen eine neue Heimat, das passt doch zusammen. Das hat aber der Politik nicht gepasst und jetzt ist er gerade verhaftet worden, weil er sozusagen illegale Einwanderungshilfe geleistet hätte. Das passt leider in das Bild heute der italienischen Regierung gerade und ich weiß, es ist ein bisschen ein Drama, aber der Film spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle. Den habe ich da gedreht, der spielt ein bisschen fiktional von den Menschen, die da landen, obwohl es in dem Film dann auch eine Geschichte gab, die eben keine Fiktion geblieben ist. Da kann ich kurz davon erzählen. Es gibt in dem Film einen kleinen afghanischen Jungen, der auch da mit seinem Onkel gelandet ist und auch da geblieben ist. Und den habe ich schon beim Drehen immer gemerkt, weil der wollte mir immer was sagen. Der hat eigentlich so einen Statisten da gespielt. Der sollte auch aus dem Boot runter an den Strand und so. Und dann ist er immer zu mir gekommen und hat gesagt, das war alles ganz anders. Was ihr hier macht, das ist ja alles Fiktion. Wenn du mal wissen willst, wie es wirklich war, dann red mal mit mir. Oder komm mich mal besuchen, ich wohne in einem anderen Dorf. Und wenn du dich traust, kommst du zu uns. Das ist die Wirklichkeit bei uns. Und dann habe ich das nicht auf mir sitzen lassen und dann bin ich dann dahin natürlich. Wollte ich schon wissen, was das ist, was er mir erzählen will. Und dann habe ich dann auch mit dem Jungen weitergedreht und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, wie er
wie seine ganze Familie von den Taliban aus dem Haus gebombt wurde und er von seinem Onkel gerettet wurde und er dann seinen Vater und seine Mutter nie mehr wiedergefunden hat. Und dann haben wir den Film gemacht. Seine Lebensgeschichte ist ein wichtiger Bestandteil dieses Films. Und der Film wurde dann in Norwegen gezeigt, in einem Flüchtlingscamp, und da lebte sein Vater. Und die haben sich auf diese Art durch den Film, das ist mal eine seltene, schöne Geschichte, aber die haben sich so wiedergefunden und sind dann gemeinsam zurück nach Afghanistan, um vielleicht zu gucken, ob es nicht doch noch jemand anders überlebt hätte von der Familie. Seitdem habe ich ihn aus den Augen verloren. Was für eine großartige Geschichte. Und da sind wir eigentlich am Ende quasi. Ja, da kann man auch mal klatschen, wenn ein Film sowas bewirken kann. Ganz großartig. Da sind wir am Ende dann doch wieder zur Politik gekommen, womit wir auch angefangen haben, ja, so unterschwellig. Jetzt sind wir heute an so einem Punkt, wo sehr vieles im Umbruch ist. Sie sind wahrscheinlich der wichtigste Autorenfilmer, den wir in Europa haben. Wie wichtig ist es denn, dass man sich als Filmemacher in irgendeiner Weise politisch engagiert heutzutage? Ich finde, das tut das Kino richtig gut. Ich glaube, das interessanteste Genre im Moment in der Filmgeschichte wie nie zuvor ist der Dokumentarfilm, und der ist das ein richtig abenteuerliches Gelände, und was auch sowohl in Europa als auch in Amerika, auch in Deutschland an Dokumentarfilmen gedreht wird zurzeit, ist, glaube ich, erheblich wichtiger als das, was die Fiktion hervorbringt. Und ich bin da ganz froh, dass der Dokumentarfilm auch im Kino wieder seine Chance hat und überhaupt auch junge Leute anzieht und auch seine Aufgabe heute wieder sieht, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind, weil man das sonst eigentlich kaum noch sehen kann. Genau, und deswegen freuen wir uns sehr jetzt gleich auf Papst Franziskus. Wir werden auch gleich noch die Gelegenheit haben, ein paar Bücher signieren lassen zu können. In der nächsten Viertelstunde, dazu haben wir ein paar hier auch bei uns dankenswerterweise im Shop. Ich will sie nur mal sagen, Wim Wenders hat die Pixel des Paul Cézanne, was Blicke auf Künstler und andere Filmemacher beinhaltet hier. Die Logik der Bilder, da geht es um Essays und Gespräche, da gibt es dann auch noch weiterführend Dinge zu denen, die wir heute gesprochen haben, und einen ganz wunderbaren... Aus dem Frankfurter Verlag der Autoren. So ist es. Genau. Und dann diesen wunderbaren Bildband, wenn Sie was Schweres in der Hand haben wollen. Sofortbilder mit den wunderbarsten Polaroids, die Wim Wenders erstellt hat, und Geschichten dazu. Das lohnt sich alles sehr. Dazu gibt es Postkarten und die neuen DVD und Blu-rays von Der Himmel über Berlin. Aber bevor Sie das alles sich besorgen können und gleich hier signieren lassen können, sagen wir von Herzen ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend und diese Carte Blanche. Danke schön. Wim Wenders, meine Damen und Herren. Danke. Danke schön. Danke. Danke. Danke schön. Vielen Dank. Herzlichen Dank.